Diesen Monat hat sich Disney Plus wohl etwas Zeit gelassen mit den Ankündigungen für die Neustarts im August, aber jetzt kommen sie hier endlich, die Filmneustarts für August auf Disney Plus. Also, los geht's! Und wie immer starten wir mit meinen Highlights und da möchte ich hier jetzt alle erstes Vacation Friends nennen. Der Film kommt am 27. August, also Ende des Monats, dann erst auf Star bzw. Disney Plus heraus. Und ich würde sagen, man könnte ihn als allerersten Star Original Film bezeichnen. Das bedeutet einfach, Vacation Friends ist zu erwachsen, um nur auf Disney Plus zu erscheinen. Er kommt eben unter dem Banner Star und wir haben hier unter anderem John Cena in der Hauptrolle. Er verkörpert in dieser Komödie Ron und ist mit seiner Freundin Kyla zusammen. In der Hauptsache geht es aber um Emily und Marcus, die im Urlaub einfach mal die Sau rauslassen wollen. Und da treffen sie dann eben auf das andere Pärchen und so dann auch auf ihre Vacation Friends. Aber sie merken schnell, als sie wieder zurück im echten Leben sind, dass die Vacation Friends noch nicht wieder wirklich zurück im echten Leben angekommen sind und merken auch, dass hier die Sau rausgelassen werden kann. Und ich vermute, es geht so ein bisschen vom Ton der Komödie in Richtung Sexpakt. Und da merken wir auch, dass John Cena auf jeden Fall auch so eine Art des Films kann. Das haben wir auch schon in Daddy's Home 1 und 2 gesehen. Die Frage ist nur, hast du da Bock drauf? Lass mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und wenn der Film raus ist, wird es dazu auch hier eine Kritik geben. Why does the salt not taste salty? Oh, because it's cocaine. What? We actually brought it from home. Very, very easy if you ever want to try it. It's just a Ziploc and a full shampoo bottle. And it's so much more comfortable than when I had it in my ass. Mein nächstes Highlight im August ist Cruella und jetzt fragst du dich, den gibt es doch schon lange. Ja, aber ab dem 27. August ist der Film dann für alle Abonnenten enthalten. Momentan musst du noch 21,99 € bezahlen oder du kannst ihn auch in ausgewählten Kinos anschauen. Aber ich empfehle dir, guck dir den Film auf jeden Fall an. Wenn du wissen willst, warum, dann schau dir gerne meine Kritik auf diesem Kanal an. Das Video dazu verlinke ich dir nochmal gerne unten in der Videobeschreibung. Mein nächstes Highlight im August nennt sich Bad Times at the El Royale und startet am 13. August und das ist ein Mystery Thriller. Der Film war 2018 hier in den Kinos, meine ich, und wandelt so ein bisschen auf den Spuren von Quentin Tarantino, wenn man ein bisschen an The Hateful Eight denkt, am ehesten vielleicht, wenn man denn so möchte. Aber am Ende kommt der Film da nicht dran. Ich weiß, ich war nicht so mega begeistert davon. Trotzdem würde ich sagen, jetzt gibt es ihn bei Star kostenlos. Da kannst du ihn dir auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir noch kurz zum Inhalt des Films. Also worum geht es denn in Bad Times at the El Royale? Naja, wir haben eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen, unter anderem verkörpert von Dakota Johnson, Chris Hemsworth, John Hamm oder auch Jeff Bridges. Jeder hat so seine eigene Story und auch sein eigenes Geheimnis, aber sie treffen aufeinander eben in diesem Hotel und irgendwas wird sicherlich passieren. Deshalb auch mein Hinweis auf The Hateful Eight. Also wenn du Bock auf so ein Thema hast, dann guckst du da auf jeden Fall mal rein. Und dann habe ich noch ein drittes Highlight, auf das ich mich im August auf Disney Plus bzw. Star freue. Und zwar kommt der Film am 6. August. Ist schon etwas älter, aus den späten 90er Jahren, aber mit Tom Hanks unter anderem. Und ein Tom Hanks Film kann doch eigentlich nur ein guter Film sein. Ich kenne den Film selbst nicht. Und zwar nennt sich dieses Musical oder diese Komödie That Thing You Do und dreht sich eigentlich um eine Gruppe von Menschen, die eine Band gründen wollen. Aber irgendwie mag das nicht so richtig klappen. Und ich bin gespannt, wie dieser Film wird. Tom Hanks, wie gesagt, dabei. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Starten wir jetzt aber chronologisch in den August. Und hier fangen wir natürlich mit dem 6. August an. Das ist ein Freitag. Und hier treffen wir als allererstes auf die Tragikomödie Joy. Alles außergewöhnlich. Und die Hauptfigur, also Joy, wird hier auch verkörpert von einer bekannten Schauspielerin. Und zwar von Jennifer Lawrence. Und wir haben auch noch Bradley Cooper dabei, aber auch noch Robert De Niro. Und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es hier um Joy. Und sie ist auch Joy Mangano oder Joy Mangano. Und sie gab es wirklich, eine erfolgreiche Unternehmerin, und genau darauf fokussiert sich dieser Film, weil sie ist alleinerziehende Mutter gewesen oder vielleicht war sie es auch tatsächlich. In dem Film ist sie es auf jeden Fall und so kommt sie irgendwann auf die Idee, einen sich selbst ausbringenden Mob zu entwickeln, der Miracle Mob. So wird er zumindest in der Zusammenfassung genannt und dadurch wird sie dann schwer reich und ihr Werdegang und ihre Erfolgsgeschichte zeigt sich dann eben in diesem Film. Also wenn du Bock auf sowas hast und den Cast magst, dann guckst du da auf jeden Fall mal rein. Der nächste Film, der dann am 6. August auf Star bzw. Disney Plus startet, den habe ich eben schon in meinen Highlights genannt und nennt sich That Thing You Do und ist eben eine Komödie mit Tom Hanks aus den späten 90er Jahren und ich gucke da, wie gesagt, auf jeden Fall mal rein. Kommen wir zur nächsten Komödie, die ebenfalls am 6. August startet und wir haben hier unter anderem Lisa Goodwin in der Hauptrolle. Also wenn du sie in Friends mochtest oder einfach gerne mal wieder sehen möchtest, dann guckst du dir Romy und Michelle an und ich würde sagen, das ist ein Film für einen, weiß nicht, entspannten Nachmittag oder Abend. Du kannst den Kopf ausmachen und musst nicht viel nachdenken, weil die beiden Hauptcharaktere sind einfach gute Schulfreundinnen und haben jetzt ihr 10-jähriges Jubiläum.
und stellen aber fest, irgendwie haben sie nichts im Leben erreicht, aber macht ja nichts, sie können sich einfach eine gute Story ausdenken und das ist auch schon inhaltlich vom Film her. Wenn du Bock auf sowas hast, dann schaltest du da auf jeden Fall mal rein. Und es bleibt komödiantisch auch am 6. August, weil der nächste Film in der Reihe nennt sich Mein Vetter Winnie und Winnie wird hier verkörpert von einem bekannten Schauspieler namens Joe Pesci und du kennst ihn vielleicht aus The Irishman oder auch Goodfellas. Der Film ist aus den frühen 90er Jahren, wir sehen hier also einen jüngeren Joe Pesci und er verkörpert, wie gesagt, Winnie und ist ein Rechtsanwalt, der seine Freunde irgendwie aus einem Fall boxen muss, die unschuldig eines Mordes angeklagt wurden. Und was das werden kann, das kannst du eben am 6. August auf Star bzw. Disney Plus herausfinden. Und dann kommen wir zu einem letzten Film, der am 6. August auf Star bzw. Disney Plus startet. Und zwar ist das ein deutscher Film, der von Konstantin Film kommt. Also wir merken schon, es könnte wieder einer dieser Monate werden, wo wir mehrere deutsche Filme von Star bzw. Disney Plus präsentiert bekommen. Und ja, genau das ist auch der Fall. Wenn du dich dadurch jetzt angesprochen fühlst, dann kannst du dich auf Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, freuen. Der Film ist aus dem Jahre 97, also schon etwas älter. Und wir sehen hier bekannte, in dem Falle ältere Schauspieler wie Veronika Ferres, Heiner Lauterbach oder auch Götz George. Ich kann schon sagen, mich spricht der Film nicht an und deshalb springen wir einfach mal eine Woche weiter und zwar auf den 13. August. Auch an diesem Freitag bekommen wir wieder einige deutsche Titel serviert, nun nicht von Konstantin Film, aber vorher, wie gesagt, der 13. August ist auch ein Tag, wo einer meiner Highlights startet und zwar Bad Times at the El Royale. Wie eingangs schon erwähnt, wenn du also Interesse hast an Filmen wie The Hateful Eight, dann ist der Film auf jeden Fall was für dich, aber schraub die Messlatte nicht ganz so hoch oder du guckst dir den nächsten Titel an, der ebenfalls am 13. August startet und noch kein deutscher Film ist und zwar nennt sich der Anna und der König. Bei dieser Romanze aus dem Jahre 2000, zumindest erschien hier in Deutschland dann der Film, haben wir Jodie Foster in der Hauptrolle und sie verkörpert eben Anna, die nach Siam zieht, um die Kinder des Königs zu unterrichten. Natürlich treffen unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. Natürlich wird es irgendwie eskalieren. Ich kenne den Film nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der König und Anna sich am Ende verlieben werden. Vielleicht weißt du da mehr, dann schreib mir das auch gerne mal unten in die Kommentare. Der nächste Titel auf der Liste, der ebenfalls am 13. August startet, nennt sich Die Schwarze Witwe oder im Englischen Black Widow, in Klammern 1987, wurde netterweise vermerkt von Disney. Man könnte schon irgendwie sonst an Marvel Black Widow denken, der ja bereits läuft, aber noch im VIP-Zugang. Bald kommt der dann aber auch für alle Abonnenten. Ist aber ein anderes Thema. Das ist jetzt erstmal ein Thriller aus den späten 80er Jahren und das dreht sich um Catherine, die immer heiratet und immer sterben irgendwie ihre Männer. Und das ist natürlich irgendwie nicht alles korrekt und deshalb wird eine FBI-Agentin auf sie gehetzt. Beide verlieben sich irgendwie noch an denselben Mann und dann muss man mal gucken, wie das ausgeht. Wenn du Bock auf sowas hast, dann guckst du da am 13. August mal rein. Und jetzt, wie versprochen, noch deutsche Titel, die am 13. August starten, aber Deutsch heißt ja nicht gleich schlecht. Zum Beispiel Goodbye Lenin mit einem jungen Daniel Brühl ist ein wirklich gelungener Film. Schalte da auf jeden Fall gerne mal rein, weil die Mutter von Daniel Brühl, also im Film, die fällt nämlich ins Koma kurz bevor die Mauer fällt. Und jetzt muss er natürlich irgendwie verheimlichen, dass die Mauer gefallen ist, weil das wäre ja sonst nicht gut für ihr Herz. Also eine wirklich gelungene Komödie, guck da gerne mal rein, wenn du Bock auf sowas hast. Oder eine ältere Komödie mit Christian Ulmen, und zwar Maria, ihm schmeckt's nicht, startet ebenfalls am 13. August auf Star bzw. Disney Plus. Auch wieder ein deutscher Film, den man sich mal angucken kann. Und dann gibt es noch Tödliche Geheimnisse Teil 1 und Tödliche Geheimnisse Jagd in Kapstadt ist dann vielleicht der zweite Teil, ich weiß es nicht. Ich kenne die beiden Titel nicht, möchte sie aber der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ich glaube, Anke Engelke spielt da mit. Guck da gerne mal rein, wenn du Bock drauf hast, am 13. August natürlich auf Disney Plus bzw. Star. Schauen wir dagegen mal, was am 20. August auf Star bzw. Disney Plus startet. Und hier möchte ich mit Terminator Dark Fate anfangen. Das ist, glaube ich, der 6. Teil der Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Aber rein intern in der Zeitlinie sind wir hier, glaube ich, jetzt wieder bei Teil 3. Außer ich täusche mich da. Aber guck einfach mal unten in meine Videobeschreibung. Da habe ich eine Kritik dazu mal gemacht vor Ewigkeiten hier auf meinem Kanal. Ich glaube, ich fand ihn ganz okay, mehr aber auch nicht. Die Kinokassen waren nicht so begeistert von dem Titel. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer. Irgendwie wird es nicht besser, finde ich. Und ist auch der einzige Terminator-Teil aktuell bei Star bzw. Disney+. Wird wohl auch so bleiben, weil die unterschiedlichen Studios haben die Rechte an den Vorgängern. Von daher, wenn du Bock auf Dark Fate hast, dann schalte da gerne mal am 20. August rein. Aber gucken wir mal, welcher Film noch startet am 20. August. Und da kann ich 127 Stunden nennen, beziehungsweise 127 Hours mit James Franco in der Hauptrolle nach einer wahren Begebenheit. Ja,
verkörpert er ja Aaron, glaube ich, heißt er, ein erfahrener Kletterer, der aber leider unglücklich stürzt, wenn man das überhaupt so betiteln kann, und dann eben in einer Felsspalte festhängt. Und genau das verfolgt der Film und wie er denn da eben wieder rauskommt. Wahrscheinlich hast du schon mitbekommen, wie er denn da tatsächlich wieder rausgekommen ist. Aber wenn du Bock auf so einen Film hast, dann kannst du dir den genau mal am 20. August auf Disney Plus bzw. Star anschauen. Und natürlich soll es auch am 20. August wieder deutsche bzw. österreichische Titel geben bei CC1 und CC2. Die beiden Filme starten ebenfalls hier. Und das sind doch österreichische Historienfilme, so viel ich weiß. Ich habe mich da jetzt nicht so weit mit auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass es die Fangemeinde gibt, werden die nicht zu Weihnachten geguckt. Ich weiß es gar nicht, vielleicht bist du genau ein Fan, dann freust du dich darüber und das freut mich dann. Und daneben gibt es auch noch Die neue Zeit, Der Club der singenden Metzger und Die Protokollantin am 20. August auf Star bzw. Disney+. Stattdessen können wir jetzt aber mal auf den 27. August gucken und das ist dann der letzte Starttermin im August, zumindest im September geht es dann natürlich weiter. Aber dann müssen wir noch mal einen Monat warten und hoffen mal, dass da wieder ein paar bessere oder ein paar mehr Filme kommen. Ich finde, jetzt im August, aber auch im Juli waren sie ein bisschen dünn. Aber vielleicht ja, hat Disney einfach nicht mehr so viele oder die brauchen einfach genügend, um eben ihr Programm zu füllen. Aber kommen wir jetzt mal zum Starttermin des 27. August. Und hier starten dann eben, wie bei meinen Highlights schon erwähnt, einmal Cruella für alle Abonnenten, aber auch und auf den Film freue ich mich irgendwie am meisten, Vacation Friends mit John Cena. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Daneben gibt es aber auch noch Walk the Line mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Und Joaquin Phoenix spielt hier doch Johnny Cash. Und genau darum geht es auch in diesem Film. Also wenn du darauf Bock hast, dann guckst du da genau mal am 27. August rein. Aber das soll es auch noch nicht am 27. August gewesen sein. Nein, es kommen auch noch beide Wall Street-Teile auf Disney Plus bzw. zu Star. Und zwar sind die ja, wenn du es weißt oder auch nicht, dann weißt du es jetzt mit Michael Douglas. Und er spielt hier eben einen Börsenmakler und verstrickt sich hier immer mehr in Insiderhandel. Und das verfolgst du im ersten Teil. Und mehr oder weniger die Konsequenzen und wie es dann weitergeht, die gibt es dann in Teil 2. Und dann gibt es auch noch einen Katastrophenfilm, der am 27. August auf Star bzw. Disney Plus startet. Und der ist mit Tommy Lee Jones aus den späten 90er Jahren. Und der heißt im Deutschen Volcano, heißer als die Hölle. Wieder so ein klassischer deutscher Titel. Naja, sei es drum. Und zwar dreht sich das darum, dass es Vulkan oder einen großen Vulkan unterhalb von Los Angeles gibt. Und natürlich eskaliert hier komplett alles. Und der Vulkan wird dann vermeintlich auch explodieren oder auch nicht. Das wirst du dann herausfinden, wenn du denn Bock drauf hast, am 27. August auf Disney+. Und natürlich sollen auch in dieser Woche wieder zwei deutsche Titel starten. Und zwar einmal Was nützt die Liebe in Gedanken und der andere Titel nennt sich Maximilian. Vermutlich werde ich auch hier weder in den einen noch in den anderen Film reingucken. Aber vielleicht bist du ja ein großer Fan dieser Titel, dann schreib mir das auch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Und jetzt verrate du mir doch gerne mal, auf welchen Film freust du dich denn am meisten? Bei mir ist es wie gesagt Vacation Friends, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie habe ich Bock auf diesen Titel daneben, aber like gerne das Video und abonniere gerne den Kanal. Verpasst du auch nicht das nächste Video, weil am kommenden Samstag gibt es dann die Serienneustarts auf Disney+. Und ich kann schon mal verraten, Captain Baloo kommt dazu und auch die Serie Empire, zumindest die ersten drei Staffeln, mehr dann aber am kommenden Samstag. Und genau da sehen wir uns dann auch hoffentlich.